Hey Leute und willkommen hier zu einem neuen Part Hack City. Ich nehme den Part hier gleich an den anderen im Anschluss auf. Ich habe mir noch gerade hier ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das mache. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich das hier alles um einen tiefer legen muss. Dass ich das oben sonst nicht ausgehe vom Weg her und so. Ja. Auf jeden Fall werde ich hier jetzt am Beschlag. Den Lagerraum hier ein bisschen fertig bauen und dann können wir ja schauen, was wir machen. Heute sind wir allein. Muss ja auch wieder mal sein, nachdem im vorletzten und drittletzten Part, also ich glaube 14 und 15, bin mir aber jetzt nicht sicher, da sind ja zwei neue Mitglieder hintereinander gekommen. Ja. Das ist mir aber auch ziemlich egal, also das hat einen ganz einfachen Grund, warum so viele nacheinander kommen in letzter Zeit. Früher, ja in Anführungszeichen früher, davor habe ich halt immer fast jeden Tag so drei Folgen oder so mindestens aufgenommen und inzwischen ist bei mir die Luft von Hack City schon ein bisschen raus. Ich habe ein goldenes Chocobo, ich habe Thief und Scale-Rüstung. Ja, ich will es auf jeden Fall noch zu den 25 Parts treiben. Das will ich auf jeden Fall noch. Vielleicht auch noch bis zu den 30 oder so. Ich will auf jeden Fall mit einer schönen Zahl Hack City aufhören, so viel ist klar. Und das heißt nicht, wenn es für mich vorbei ist, dass es auch gleichzeitig für die anderen dann automatisch vorbei ist. Das heißt gar nicht, weil ich will nicht unfair sein. Ich lasse die anderen so lange spielen, bis sie fertig sind hier mit diesem Projekt. Und wenn es Schwierigkeiten gibt, schreite ich hier trotzdem noch ein, also. Und wenn ich gerade mal wieder einen Bock habe irgendwie, auch wenn ich schon aufgehört habe, meine Güte, bringe ich halt einfach mal wieder eine Folge einfach so random raus. Das ist doch, what the fuck, das ist doch nicht schlimm und ich glaube, das freut euch auch. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Hack City ist ein geiles Projekt. Bald wird man wahrscheinlich sagen, war ein geiles Projekt. Aber, ja. Hack City, besser gesagt, Hexit ist leider ein Modpack, bei dem schnell die Luft raus ist. Leider. Ich finde Hexit einfach ziemlich geil. Und im Gegensatz zu Feed the Beast ist das hier ziemlich wenig, muss man sagen. Bitte bist es halt wirklich ziemlich schwer, die Sachen zu bekommen. Da kann man auf so viele Themengebiete einsteigen, auf Zaubern, auf Technik, auf Bienen. Das ist hier nicht unbedingt so möglich. Hier ist man einfach an Hexit gebunden und Hexit ist jetzt nicht so umfangreich, obwohl es eigentlich erstmal so scheint. Ja. Ansonsten. Mir macht das Projekt auf jeden Fall noch Spaß, also ich werde es auf jeden Fall noch eine Zeit bringen. Vielleicht schaffe ich noch die ganze zweite Lebensleiste. Ja, auf jeden Fall geil. Ja. Schauen wir kurz zu Joel, bei dem muss ich mir kurz wieder ein bisschen Holz holen. Das hatte mir erlaubt übrigens. Hat aber kein Birke mehr, ne? Ei! Das ist jetzt natürlich blöd. Scheiße. Muss ich bei den anderen kurz looken, ob die vielleicht ein bisschen Birkenholz für mich haben. Oh oh. Boah, wenn du mir jetzt irgendwas gesprengt hättest, Alter. Ich hätte keinen Bock mehr gehabt. Wirklich. Ah, da ist ein Creeper in die Luft gegangen. Hier ist doch irgendwo die Tür gewesen. Hat er seine Tür versetzt? Wo ist denn seine Tür? Hallo? Ja, sag mal! Ist hier vielleicht so eine versteckte Trapdoor? Ich weiß nicht.
schaue das wieder hin, keine Sorge. Aber wo hat der seinen Eingang, hä? Hat der keinen Eingang mehr, oder wie sieht's aus? Egal, ich schau mal, ob er vielleicht Birkenholz für mich hätte. So. Birke bräuchte ich. Sonst müssen wir kurz Birke farmen gehen. Macht auch nichts. So. Okay, wen haben wir hier noch? Er hat nichts Wirkliches. Mini Hungus haben wir auf jeden Fall noch. Den können wir noch anschauen. Bam. Spider Hook. FTV. Er hat Junglewood Planks, aber keine Birch. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Das ist sogar sehr, 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 sehr schlecht. Hat er schon angefangen? Ein bisschen. Ja, okay, dann muss ich, wie es aussieht, kurz Birkenholz farmen gehen. Ist jetzt auch nicht das große Thema. Mache ich kurz unten alles aus Oakwood fertig noch. Hier mein Muster im Keller beibehalten. Okay, das behalte ich mal so. Und jetzt suche ich nach Birch Saplings. Birch, 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 Birch. Birch. Hier ist ganz viel. Jetzt fehlen nur noch die Knochen. Ja, mit den Knochen komme ich nicht allzu weit. Den hier auch nicht. Sind noch 5. Okay, ja. Versuchen kann man sie mal. Allzu viel brauche ich ja dann auch nicht. Okay. Dann kann sich die irgendwo vor der Stadt, wo es keinen stört. Oh Gott. Viel zu viele Mobs. Viel zu viele Mobs. Berechne einfach Nitratus Grundstück mal als freie Gegend vor der Stadt. Meine Definitionen sind super, ich weiß. So. Wieder ein Sapling hin. Und wieder wachsen lassen. Wenn ich der Creeper entdeckt, dann bin ich auch gerascht. Muss ich es halt reparieren. Ja, was denn? Oh, hallo Creeper. Okay. Jo. So, 24 Birch. Das passt. Okay, hat er nicht gerade vielleicht. Nein. Nochmal zum Thema. Zum Thema Weihnachten. Wahrscheinlich, wenn diese Folge hier rauskommt, ist Weihnachten schon vorbei. Vorbei, ja. Und ihr wisst das wahrscheinlich auch schon alle, dass ich da ein Special gemacht habe. Aber ich rede hier trotzdem mal drüber, da für mich noch ganze 7 Tage? Ja, 7 Tage dauert, also genau eine Woche dauert es für mich noch, bis Weihnachten ist. Ich bekomme neue Spiele für die Wii U übrigens. Ja. So sieht's aus. Und ja, mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Ja, es würde mich auf jeden Fall interessieren. Was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Wie interessant. Wenn da einfach mal jeder so sein Geschenk schreiben würde.
Ich brauche hier noch eine Schaufel, bitte. Gibt's hier noch eine Shovel? A Shovel, Shovel, Shovel. Shovel LP. Dum, 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 dum. Shovel. Die Boote nehme ich mal mit. Das ist Iron O'Berry. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Hier ist noch was. Schaufeli. Schaufeli hier, Schaufeli da. Schaufeli hier und überall. Nein. Auf jeden Fall nochmal zum Thema Weihnachtsspecial. Ich rede trotzdem drüber, auch wenn es vorbei ist, wie gesagt, bis dahin. Ich nehme ein bisschen im Voraus auf und ja, also es wird wahrscheinlich so ablaufen. Ich weiß noch kein, eigentlich so genau weiß ich es gar nicht, aber ich stelle es mir einfach mal so vor. Ich am 23. werde ich auf jeden Fall allen schönes Weihnachtsfest und so wünschen. Am 24. direkt kommt kein Video, da bin ich wahrscheinlich auch nicht am PC. Feiere ich mit meiner Familie schon zu Weihnachten und so. Ja, also so sieht auf jeden Fall mein Tagesablauf von Weihnachten aus. Ich werde mit meiner Familie feiern und bam und ja. Deswegen kommt direkt an Weihnachten wahrscheinlich kein Video, aber das macht ja nichts. Ich hau am 23. Video raus und am 25. hau ich ein Video raus. Am 25. ist nämlich mein Ein-Jahr-Special auf YouTube. Da kommt nochmal ein schönes Video. Lass dich einfach mal überraschen. Ist ein kleines Spezialvideo, dass ich nicht so sehr von anderen YouTubern kenne, dass die das schon mal gemacht hätten. Ja. Das wäre doch auf jeden Fall auch funny für mich. Sag ich jetzt schon mal. Und ich werde mir das sicher ziemlich ein ablachen. Ach ja. Aber gut. Ihr könnt ja mal raten, was ich da als Special mache. Wäre interessant, wenn ihr das raten würdet. Obwohl, ihr wisst es ja zu der Zeit jetzt schon. Scheiße. Das ist blöd. Hoppala. Fuck. Hier ist aber scheiße vom Muster her. Ach, fällt keinem auf. Auf, außer den paar Leuten, die hier zuschauen. Hier passt mit dem Muster nicht ganz zusammen, aber hier wieder. Ja, meine Fresse einfach. Egal! Hier kommt ein Glowstone. Ein Glowstone. Wo habe ich meine Glowstone? Hier meine Glowstone Dust. Batsch. Bam, bam, bam. Restlichen Glowstone Dust dahin. Glowstone in die Hand und hier bam. Okay. Hier kommt was rein. Hier kommt was rein. Hier kommt was rein. Und hier kommt was rein. Und hier kommt ebenfalls was rein. Und hier auch. Und hier auch. Und hier auch. Hier und hier und da und dort. Ja, ich höre schon auf. Was gibt's sonst noch so zu erzählen? Was war heute los in der Schule? Ah, einen Ausflug haben wir gemacht. Nach Linz. Unsere. Ja. In die Hauptstadt von Oberösterreich. Ist ja ein bisschen weiter weg von uns, aber. Wir sind trotzdem hingefahren. Unsere Lehrer sind stinkreich, ne?
stimmt ja eigentlich nicht. Aber ich hab's einfach mal so gesagt. Nein, wir sind eine ganz normale Schule. Also wir haben uns da auf jeden Fall irgendwie so, wie Papier hergestellt wird und bla und blub und Scheiß und bla und bla. Ne. Ihr wisst schon, was ich meine. Und jetzt muss ich gleich niesen. Ich kann es zurückhalten. Spare ich mir bis nach der Aufnahme. Was schaffe ich? So. Und hier wieder Birch, Birch, Birch. Bam, bam. Und Birch, 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 Birch. Oak, 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 Oak. Ja, ich bin heute ein bisschen durchgedreht. Na, was dann? Habt ihr da was dagegen? Kommt ja auch hin. Wieso kommt der Oak hin? Eigentlich passt das mit Oak eigentlich gar nicht. Obwohl auch mit der Axt einen Stein abbauen ist sehr sinnvoll, muss ich schon sagen. Muss ich hier Birch einsetzen? Obwohl es vom Muster her gar nicht passt. Und das fällt auch irgendwie. Ey, jetzt habe ich es aber falsch gemacht. Ich werde ich jetzt schon denken, was ist mit dem los, der versteht meine Kraft nicht. Das ist schon richtig. Check meine Kraft nicht. Check das Spiel nach, das war sinnlos. Wieso spiele ich das? Nein. Oh. Jetzt kommen die gleich wieder Gravel runtergeflutet. Können wir aber sowas von drauf wetten. Gravel, hallo! Hallo! Scheiß Gravel. Hallo! Ich hab doch gesagt, der kommt gleich runtergeflogen. Was war das denn? Das sind der Holzstämme. Bin ich schon bei der Grenze von meinem GS? Okay. Besser gesagt, ich war bei der Grenze von meinem GS. Hey! Gravel! Ich gehe mal den Gravel oben platzieren. Und dann schaffe ich die ganzen Rüstungen und so mal hier runter. Die ganzen Dinge da. Bah! Schönes Muster habe ich da. Ne? Fuck die Amau. Mein Gravel ist ausgegangen. So. Dann muss ich noch Gravel holen. Ich hab doch hier wohl noch irgendwo Kies, oder? Das kann nicht. Ich muss hier irgendwo noch Kies haben. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wirklich nicht wahr sein, Alter. Alle Tiere rein. Bam, bam, bam. Das hier so. Okay. Hoppala, hoppala, hoppala. Da kommt Birch. Hier passt irgendwas mit dem Muster ganz und gar nicht, aber egal. Ich habe jetzt einfach gesagt, da kommt Birch, weil es einfach, keine Ahnung. Alles schmeckt, gerade ausgedacht habe ich auch.
Ich muss ja echt mal Ordnung schaffen hier unten. Das ist doch nicht mehr auszuhalten. Alter. Nix mit Krawall. Scher Krawall. Kein Krawall. Krawall? Kein Krawall. Ist noch immer keiner. Ebenfalls keiner. Sag mal, möchtet ihr mich eigentlich verarschen? Ich hab doch wohl noch Kies. Wenn ich keinen Kies hab, dann drehe ich jetzt aber gleich durch. Danke. Das reicht aber nicht. Egal. Dann habe ich halt nur drei. Ist doch egal. Muss ja nicht alles perfekt sein. Ich bin Perfektionist. Das muss alles perfekt sein. Oh Gott, ich bräuchte ja noch drei. Egal. Okay, Leute. Ich danke auf jeden Fall wieder fürs Zusehen von diesem Part Tech City. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Dann bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.